100 Jahre Subaru Deutschland, da möchte ich natürlich auch mit dem Geschäftsführer sprechen. Das ist Christian Amenda. Hallo. Hallo, grüße Sie. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben für uns an so einem wunderbaren Tag hier auf dem Flugplatz. Ja, warum sind wir eigentlich auf dem Flugplatz? Wie ging es mit Subaru los? Mit Subaru ging es 1917 los, mit Flugzeugen, mit einem Fluglabor. Der Herr Nakajima hat also mit diesem Labor Flugzeugtechnik entwickelt und hat letztlich dann eben auch diese Flugzeugproduktion aufgebaut. Das ging bis 1950 erstmal in einem Mischkonzern und wurde 1953 dann neu orientiert und sortiert. Dann kamen zum ersten Mal auch Fahrzeuge mit dazu. Man hat dann parallel Fahrzeuge und auch Flugzeuge entwickelt. Und ja, technologische Gene finden wir, glaube ich, heute auch noch in den Flugzeugen wieder. Ist ja ganz spannend, dass man erst Flugzeuge baut und dann umschwenkt auf Autos. Und apropos umschwenken, wir gehen mal ein Stückchen nach darüber. Da steht nämlich sozusagen, ich nenne es ja liebevoll, die Knutschkugel. Ladybug, der Marienkäfer, das erste Subaru-Auto tatsächlich. Mhm. Erzählen Sie uns ein bisschen was dazu. Also der 360er, 1958 eigentlich das erste Massenauto von Subaru, hat jetzt noch nicht die typischen Subaru-Gene wie Allrad und CVT und Boxermotor, sondern ist schon der erste Gehversuch, automobil zu werden. Und ja, hat Massen erobert, 58, eigentlich schon fast 4 Jahre, nachdem man automobile Erfahrung gesammelt hat. Aber gehört auch mit zur Geschichte von Subaru, ist natürlich optisch ein Hingucker und ein Reiz und ein absoluter Nostalgiker, aber verkörpert eben auch schon diese Nutzbarkeit und diese hohe Qualität, die letztlich heute noch ein Subaru interpretiert und ausdrückt. Es ging dann weiter, Sie haben es gerade schon angesprochen mit den Boxermotoren und wir gehen mal zum nächsten Modell. Jetzt stehen wir hier an dem 1600er. Der 1800er war dann tatsächlich der erste, der auch in Deutschland ausgeliefert wurde. Der erste mit Boxermotor und mit Allrad. Mit diesem Fahrzeug haben wir wirklich erstmals diese Kompetenz des Allrads hinbekommen. Zwar noch als zuschaltbarer und nicht wie heute halt diese automatische Version, aber echtes Alleinstellungsmerkmal und eins der wichtigen Gene, die Subaru heute noch ausmachen, das ist die Technologie, die wir bis heute fortführen und die wir ja, zum Wettbewerb her eine deutliche Abgrenzung halt haben. Und ja, es war weltweit das erste allradgetriebene Massen-Personenkraftfahrzeug. Und da sind wir nach wie vor auch sehr stolz drauf. Und ein Meilenstein, ein Urvater unserer Geschichte. Was ja spannend ist, wenn man sich das Auto so ein bisschen anschaut von der Seite, der ist ja nicht ganz so niedrig. Deswegen kann man da tatsächlich schon vermuten, dass da ein Allradgetriebe drunter steckt. Aber es war schon sehr außergewöhnlich zu dieser Zeit. Dann ging es ja mit großen und vor allen Dingen mit schnellen Schritten weiter und wir gehen mal zum nächsten Modell. Der LeVorg 2016, ist der auf den Markt gekommen? Was ist das Besondere an diesem Auto, auch wenn man sich gerade die Optik anschaut, hier vorne mit dieser tollen Motorhaube, mit dem tollen Kühler? Das ist ein sehr individuelles Auto und charakterisiert letztlich auch in allen Facetten das, was Subaru ausmacht. Was ist Ihnen als Fahrer denn besonders wichtig in Ihrem Auto? Dieses hohe Fahrstabilitätsgefühl und diese Fahrfreude, die sich daraus ergibt, dass man wirklich in Abrahams Schoß sitzt und trotzdem sportlich unterwegs sein kann. Diese Kombination finde ich im Moment bei keinem anderen Auto so gut wie bei Subaru. Das mit einem Understatement gekoppelt, wo man sagt, wir wollen halt nicht unbedingt besonders expressiv halt auftreten und besonders extravagant daherkommen. Das macht, glaube ich, auch den Charme auf, dass man mit dem Understatement, aber technologisch auf gutem Feld und gutem Boden unterwegs ist, letztlich diese Kombination findet. Und das honorieren unsere Kunden. Und das macht auch letztlich die hohe Kundenloyalität und Kundenzufriedenheit, vermute ich, aus. Ne? Also für mich ist es das. Um jetzt diese 100 Jahre voll zu machen, fehlt uns noch ein bisschen was. Und deswegen gehen wir mal weiter zum nächsten Auto, das 2017er Modell, der XV. Ganz, ganz sportlich. Das Exterieur des Autos sowieso schon. Ist auf dem Genfer Autosalon vorgestellt worden. Auf der IAA wird er auch dem Publikum vorgeführt werden. Ab 2018 ist er zu haben im freien Handel. Was ist das Besondere an diesem Auto? Das Besondere an dem Auto ist, dass wir eigentlich versucht haben, den alten XV zu nehmen, ihn eigentlich optisch nicht gravierend zu verändern, das, was gut war vom XV zu nehmen und letztlich auf ein trotzdem aber komplett neues Auto zu stellen. Also diese neue Plattform, die wir letztlich hier etabliert haben, die auch der Vater für alle folgenden Fahrzeuge sein wird, ist schon so konzipiert, dass wir Elektromobilität und auch Hybridtechnologie implementieren können. Das ist jetzt hier bei diesem Standardantrieb noch nicht passiert, aber wir sind auf jeden Fall möglich oder sehen die Möglichkeiten, das zu etablieren. Das Auto ist erwachsener geworden, es ist etwas größer geworden. Wir haben das Interieur komplett neu gestaltet,
Es ist deutlich wertiger. Wir sind jetzt ganz konsequent in dieser Sicherheitstechnologie EyeSight unterwegs und sagen, unsere Autos werden standardmäßig nur noch mit EyeSight ausgeliefert. Der Verkaufserfolg weltweit gibt uns auch recht mit dem EyeSight-System. Die Kunden honorieren dieses sichere Fahrgefühl und die Technologie, die dahinter steckt. Insofern ist dieses Auto mit den guten alten Eigenschaften übernommen worden und trotzdem komplett halt neu. Und ich denke, für die nächsten Jahre sind wir mit diesem Fahrzeug ganz, ganz gut und ganz erfolgreich unterwegs. Die Kunden werden dieses Auto lieben. Aber ich bin davon überzeugt, Subaru wird sich natürlich in den nächsten Jahren auch weiterentwickeln. Ja. Was sind denn vielleicht so die nächsten großen Schritte, die gegangen werden? Ja, ich hatte es gerade schon angedeutet, diese neue Architektur, die wir als Bodengruppe halt hier haben, ist schon so weit vorbereitet, dass wir sagen, wir können Batterien unterbringen, wir können den Hybridantrieb einbringen, wir können auch Elektromotoren einbringen. Es gibt Hybridfahrzeuge schon in Amerika. Auf dem Plan des Herstellers ganz klar in den Fokus gestellt, dass wir 2018, 2021 die nächsten Antriebssprünge halt machen werden, dass wir sagen können, wir können uns mit Hybrid auch im europäischen Raum vermutlich auseinandersetzen und auch Elektromobilität wird es ab 2021 weltweit geben. Mit diesem Auto sind wir in gewisser Weise für die Zukunft schon gerüstet und werden sowohl was die Designsprache anbelangt, sowohl was die Antriebstechnologie anbelangt, sowohl was das Innendesign anbelangt, einen neuen Status quo halt etabliert haben, den wir jetzt die nächsten Jahre sicherlich verfolgen werden. Ja, Christian Amender, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Natürlich werden wir Subaru in den nächsten Jahren auch ganz genau im Auge behalten und weiterverfolgen, wie sich dieses tolle Unternehmen weiterentwickeln wird. Wunderbar, das freut mich. Herzlichen Dank. Dankeschön. Wollen wir eine Runde fahren? Den hier? Ja, natürlich. Ja klar, gerne, sehr, auf sehr gerne. Oh, gut. Bitte. Ich darf? Sie dürfen, bitteschön. Haha. So.